Ausstellung Female Sensibility in Lentus zeigt 200 Werke von 82 Künstlerinnen aus der feministischen Avantgarde. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir die feministische Avantgarde der Sammlung Verbund hier im Haus zeigen können. Und das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist natürlich, dass es immer noch darum geht, auch die Präsenz der Frauen im Kunstbetrieb zu stärken. Der Begriff feministische Avantgarde, den habe ich geprägt, vorerst einmal, um die Pionierleistung dieser Künstlerinnen adäquat festzuhalten. Weil in der Kunstgeschichtsschreibung kommen diese Künstlerinnen viel zu wenig vor. Sie waren Vorreiter. Sie haben etwas gemacht, was vor ihnen in diesem Umfang, also es waren ja viele Künstlerinnen in Amerika, in Europa, vorher noch nie gemacht haben. Sie haben das Bild der Frau völlig neu geschaffen aus der Perspektive der Frau. Die feministische Avantgarde ist aber eine spezifische Sammlung und eben daraus hat sich auch eine ganz spezifische Ausstellung ergeben. Hier geht es um weibliche Künstlerinnen der 1970er Jahre. Und da ging es natürlich auch ganz stark um politische Forderungen, die die Künstlerinnen vertreten haben. Die Ausstellung Female Sensibility zeigt vor allem fünf Aspekte der Frauenbewegung und der Künstlerinnen aus den 1970er Jahren. Die ganze Thematik mit Hausfrau, Ehefrau und Mutter, dass sie auf diese Rolle reduziert wurden, das hat sie irrsinnig geärgert. Und da haben sie sehr viele gute Werke geschaffen. Also zum Beispiel Birgit Jürgensen drückt sich gegen eine Glastür und schreibt drauf, ich will hier raus. Also die wollten wirklich ausbrechen aus diesem Korsett. Auch Karin Mack zum Beispiel macht eine wunderbare Arbeit. Sie sagt, Bügeln ist eigentlich für sie so eine Art kontemplative Tätigkeit. Aber dann zieht sie sich schwarz an, so als würde sie auf ein Begräbnis gehen und legt sich auf ein Bügelbrett mit ihrem ganzen Körper, schließt die Augen und lässt die Arme fallen und ruft den Tod der Hausfrau aus. Also es ist auch sehr viel Ironie und Humor, der sich durch die Ausstellung zieht. Und die Künstlerinnen haben mehrmals gesagt, das war damals für sie eine Waffe, der Humor, um das überhaupt auszuhalten. Weil man muss sich auch vergegenwärtigen, dass damals in den 70er Jahren es noch immer der Mann war, der der Frau vorgeschrieben hat, ob sie außerhalb des Haushalts arbeiten gehen darf oder nicht. Diese Gesellschaftsstruktur und diese Erfahrung der Unterdrückung, das hat ähnliche ästhetische Formulierungen gefunden, wie zum Beispiel das Einbandagieren des eigenen Körpers. Und das ist schon spannend zu sehen, dass das wirklich eine Bewegung war. Und die haben sich auch damals organisiert, die haben ja auch damals ausgestellt. Fünfzig Jahre danach können wir hinschauen und dann sehen wir aber auch, wie reich diese feministische Kunst ist. Das ist einerseits diese Radikalität, die wichtige Radikalität von Wally Export gibt, aber andererseits auch sehr poetische Arbeiten einer Birgit Jürgensen, Renate Bertelmann, Karin Mack, Margot Bild und so weiter. Und das ist schön, dass man das sieht, wie reichhaltig feministische Kunst ist. Also auch poetische Kunst ist dabei.